Das war Pech. Beim ersten Mal war es meine Gier und beim zweiten Mal war der Winkel so abgeranzt, dass der Gumba ihn runtergebumst hat. Das dreckige Vieh. War klar. Das war so klar. Das hätte mich schon sehr gewundert, wenn das geklappt hätte. Der Winkel war ein bisschen zu steil. Wow. Sonst tut der Goomba mich eigentlich immer fertig machen, wenn wir Kontakt haben. Und diesmal habe ich ihn fertig gemacht. Und du dreckiger. War ich zu schnell für dich, Schlammeende? Kann dein fetter Körper bei meinem Speed nicht mithalten? Ja, sorry, Kettenhund. Ich hab mit dem Movement ein bisschen vor der Welt geschlampt. Weil ich eben bei was an der Tastatur die Lautstärke eingestellt habe. So, Maß nehmen. Sag ich doch, der Winkel, das sieht so verhurt aus, dass man sich denkt, wie will der jetzt abspringen? Aber es funktioniert. Ich überlege schon, welche Sterne könnte ich bei 70, wenn ich irgendwann mal mit 70 richtig anfange, noch holen. Gut, dass man hier dann die 100 Münzen mitnimmt. Und damit auch die 8 roten Münzen, das ist klar. Hier holt man ja fast alle. Ich glaube, hier holt man sogar alle. Glaube ich zumindest. Mich dort dunkel daran zu erinnern.
Also hier bin ich wirklich bei den Mond bin ich perfekt durchgekommen. Alles first die. Dazu passen die Dragon Ball Musik auf den Endkopfhörer. Nice. Vielleicht hat es deswegen auch wunderbar geklappt. Scheiße, dass man nur durch Fliegen die Höhe von der Eule quasi einstellen kann. Wow, cool. Cool, cool. Aber das musst du einfach auch nach Gefühl machen. Gut, ich könnte dir noch ein bisschen Zeit sparen, wenn ich direkt klar abspringe. Aber dementsprechend auch riskanter. Bösti, das sollte doch Zeit gespart haben. Reichlich. Sag ich doch, Goldie. Wenn es so weitergeht, habe ich bald wirklich die Sub 30 bei Sum of Best. Super. Super. Oder schnappe ich mir jetzt ausnahmsweise den Pinguin mal eher? Weil dann brauche ich eigentlich nur noch die normale Rutsche machen. Das meine ich. Da muss ich mal gucken, woran es liegt. Vielleicht einfach nochmal einen Sprung machen. Oder ich, keine Ahnung, ich springe vielleicht zu früh oder zu spät. Aber ich denke mal, hier verliere ich ein bisschen Zeit. Weil die Welt ist schon sehr optimiert. Mit meinem jetzigen Movement. Yeah.
Das wird jetzt ein paar Sekunden entweder Nigolds euer Minus oder ein paar Sekunden plus in den Abschnitt. Oder? Nee, minus 4 Sekunden Goldsplit. Jetzt darf ich bitte nie wieder runterfallen. Was war das? Gebonkt an der unsichtbaren Wand. Krass. Krass, krass. Oh, gesaved. Mit dem normalen Sprung. Mit dem normalen Sprung wäre das voll in die Hose gegangen. Aber man muss sagen, so mit dem Luftkick. Oh. Muss ich sagen, den mache ich eher noch ein bisschen unterbewusst. Da drücke ich irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht bewusst. Zunächst Extinction Pack auch irgendwas bei Mario 64 verbessern tut. Ich wette, ich hätte den auch ohne Umdrehung noch gekriegt. 100 Pro. Hundert pro. Na, ja, das war das Runtergerutsche. Ab zur Hölle mit uns. Nein. Aber den Split hätte man sich wirklich schenken können, den 9. Stern, wirklich. Aber ich habe irgendwie jede Welt einzeln genommen. Okay, trotz der schlechten Performance, Minus. Oh.
Ich hatte jetzt Schiss gehabt, weil das erst so komisch aussah. Nein. So ein Dreck. Aber hier ist so der Punkt, wo man genug Zeit sparen könnte. Ernsthaft, ich verliere Zeit. War das in meiner PB nicht scheiße gelaufen? Ach nee, das, was jetzt kommt, ist scheiße gelaufen. Der Clip ist eigentlich so easy peasy. Stehen die, warum ich den so oft verkacke. Ich denke mal, ich werde als nächstes den Clip machen. Oder? Nee, scheiß drauf. Aber das bringt mir ja nichts. Weil ich muss ja so oder so das machen. Weil alles andere dauert auch zu lange. Okay. Nice. Cool. Aber das wäre mega sozial gewesen, wenn ich gar nicht mehr dort nein gewollt hätte. Also mit die Steine habe ich Glück heute. Oder generell eigentlich. Unfassbar. Die scheiß Spinne, hat die überhaupt einen Namen? Na bitte, warum nicht gleich so? Das Problem ist, man muss bei Zeiten abspringen, damit man sich schön hinstellen kann und auch schön Maß nehmen kann. Dann ist das easy peasy. Goldie. Haha.
durchgeboxt. Das ist gerade scheiße. Nein, nein. Oh, Halleluja. Ich habe gedacht, ich krieg den Sack jetzt hier nie wieder raus. Ach, scheiß auf die 11 Sekunden. Die aktuelle Pace reinzubringen wäre schon cool. Ah, wie komisch ist der Mario jetzt gesprungen? Wieder ein Goldie, okay. Obwohl ich den Eindruck hatte, als wäre das schlecht gelaufen. Okay, das klappt. Jetzt hat der Mario gerade leider extrem viel Schwung verloren. Aber ich habe das Gefühl, als wäre ich auf dem Weg her schon verdammt schnell. Jetzt muss die Macht mit mir sein. Jetzt muss die Macht mit mir sein. Okay. Na bitte, das sollte doch Gold gewesen sein. Der Koopa ist gelegt.
Das sollte Goldsplit sein. Weil der Weg war schnell, der Bowser-Fight war schnell. Goldsplit, minus 2 Minuten. Also der Goldsplit ist so 40 Sekunden, so in den Dreh. Das ist schon mega krass. Ach egal, dann laufe ich lieber normal. Als von den Kackwinkeln nochmal versuchen, die Öffnung zu treffen. Warum passiert das? Okay, gut, 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 gut. Oh, wieder so viel Zeit verloren. Halleluja. Einmal richtig angesetzt. Okay, ich habe es wieder rausgeholt. Fast, fast, fast rausgeholt. Die Pace gefällt mir. Hätte ich mein mittleres Ziel, mittelfristiges Ziel erreicht. Okay, das war nicht so geplant. Ich würde da eigentlich rüber und dann noch einen Sprung hoch machen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal den Bogen ausgelaufen bin. Ich will unbedingt mal gucken, oder muss unbedingt gucken, wie ich das jetzt skippen kann. Geil. Geil! Das war richtig geil. Einfach, weil man nie die Zeit hatte, noch ein Stück weiter. Geil. Ich kill mir hier gerade meine übelst krasse PB. Geil. Das ist richtig, richtig geil.
Ich sehe, komm, dass das noch viel häufiger passiert. Der Mist. Mit den Wind könnten böse Zungen munkeln, der Bowser will nicht, dass ich gegen den kämpfe. Aber wie gesagt, das könnten nur ganz, 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 ganz böse Zungen munkeln. Das hätte können böse enden. Okay. Die Bombe hat eine komische Hitbox. Das war doch perfekt geworfen. Kann mir mal bitte jemand erklären, warum das jetzt gerade nicht so geklappt hat? So, jetzt aber. Oh. Krass. Mega krasse Pibi. Und die wäre noch krasser gewesen, weil der Bowser-Fight war eigentlich nicht verkehrt. Hallo. Da war eigentlich nicht schlecht, wäre ich hier runtergeflogen. Die 51 Sekunden plus in den Segment sind durch den verhurten Bowser-Fight. Also durch den Weg dort hoch. Cool. Cool, da freue ich mich. Da freue ich mich wirklich. Ah, könnte man das